Endstation in der Endphase provozieren ließ. Nicht so richtig ins Spiel kamen. Alisha Lehmann setzt sich durch, spielt heute auf der Rechten, die diesen Ball auf gut spielte, sondern Kumbasso. Bachmann alleine gegen zwei Runde geführt 2017. Allerdings war dort gegen die Schweiz in der ersten Barrage-Runde. Sehr gut, wie Alisha Lehmann nachsetzt, auch wenn sie den Ball letztlich nicht gewinnt. Gorcevic setzt sich durch. Lehmann, auch sie hat Speed-Vorteile. London spielt. Und in London spielt da auch Alisha Lehmann, allerdings bei West Ham. Seitenwechsel auf Zirna Gorcevic. Lehmann und Bach. Lehmann entwischt immer wieder Filtjens. Guter Auftritt von ihr im Mittelfeld. Zinogorcic. Lehmann. Momentlang gezögert Zinogorcic. Hätte den Ball. Ziel ist zu kreieren, ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten zu zeigen. Kein Abseits. In Schaffhausen vor knapp zwei Jahren. Alisha Lehmann. Schweizerinnen in der ersten Halbzeit. Oh, an der Grenze. Für die Schiedsrichterin war das Lehmann in der Mitte, so Bachmann, Zirnogorcevic. Oh, Lehmann. Spurten zwei, drei Kolleginnen mit. Bachmann hoch. Okay, hier kann man es verkraften, weil es durchaus. Lehmann. Eins gegen eins. Diese Situationen mag sie. Kumbasso, gut gespielt. Wäre das ein Handspiel gewesen. Diese Hände haben doch der Women's Super League der noch jungen Saison 2021. Gute Idee von der aufgepasst von Reuteler. War richtig. Und jetzt nimmt Lehmann Tempo auf der anderen Seite Zirna Gorcevic. Probiert es alleine. Oh, und sie trifft. Alisha Lehmann, was war denn das? Niemand hat so wirklich mit einem Schuss gerechnet, auch die Torhüterin nicht, Niki Evrard. Die ist offenbar verwundbar, auch 3:0. Es ist das vierte Tor im Nationalmannschaftsdress für Alisha Lehmann und es war ihre letzte und öffnet damit Tür und Tor für dieses 2:0 von Alisha Lehmann.